Die Moderne ist mittlerweile überall vertreten. Doch was ist diese Moderne eigentlich genau? Diese Frage stellten sich auch Janek Müller und Thorsten Blume, beide Kuratoren der neuen Ausstellung Große Pläne und Mitarbeiter der Stiftung Bauhaus Dessau. Oft ist es schwierig, die Moderne richtig zu beschreiben. Deswegen wollten sie hier einen Überblick verschaffen und gleich über die damalige Zeit, also die Zeit der Weimarer Republik, informieren. So ging es am einfachsten, denn die angewandte Moderne kann man als alles, was gestaltet und nicht Kunst ist, beschreiben. Wie die Idee zur Ausstellung kam, erzählte uns Kurator Janek Müller. Also ich kuratiere ja die Ausstellung gemeinsam mit Thorsten Blume, der hier Mitarbeiter an der Stiftung Bauhaus in Dessau ist. Dieses Projekt Große Pläne betrifft nicht nur das Bauhaus alleine, sondern es ist ein Projekt mit vielen anderen Städten und Kultureinrichtungen in Sachsen-Anhalt, mit dem Kulturhistorischen Museum in Merseburg, genauso wie mit dem gleichen, ich sag's nochmal, das Projekt Große Pläne wird nicht bestritten alleine vom Bauhaus hier in Dessau, sondern es ist ein Verbundprojekt, was bestritten wird mit anderen kulturellen Einrichtungen, zum Beispiel dem Kulturhistorischen Museum in Merseburg oder dem Kulturhistorischen Museum in Magdeburg, mit Orten wie Naumburg, Quedlinburg, Elbingerode. Und alle diese Orte untersuchen oder schauen in diesem Jahr, wie hat die Moderne gewirkt, was war in der Zeit zwischen 1919 und 1933 Interessantes im Bereich der Gestaltung und des Lebens los. Dessau, die Ausstellung hier, ist sozusagen ein Teil dieses großen Projektes. Und es ging darum, wir haben ja in 2019 den Geburtstag des Bauhauses, wird dann 100 Jahre alt. Und es geht jetzt schon mal darum, auf dem Weg dorthin zu zeigen, mit welchen tollen Ideen, mit welchen tollen Dingen eigentlich in der Zeit, in der das Bauhaus hier existiert hat, auch in anderen Städten, an anderen Orten des Landes umgegangen worden ist. Auch Ministerpräsident Rainer Haseloff ließ es sich am Dienstag nicht nehmen, der Eröffnung der Ausstellung beizuwohnen. Für die Stiftung Bauhaus und die Kuratoren eine Wertschätzung. Aber auch das Interesse der breiten Öffentlichkeit macht die Initiatoren der Exposition stolz. Doch was macht die Ausstellung so besonders? Das Besondere an der Ausstellung ist, dass wir anhand von Akteuren aus den Jahren 1919 bis 1933 uns damit beschäftigen, wie sich dieses heutige Bundesland Sachsen-Anhalt entwickelt hat, und zwar auf der Basis der schon zu der Zeit um 1919 existierenden großflächigen Industrialisierung und Industrie zwischen Merseburg, Dessau, Magdeburg. Und wir beschäftigen uns damit, wie die neuen Lebenswelten und neuen Arbeitswelten dieser Zeit gestaltet worden sind. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Januar 2017 im Bauhaus Dessau zu sehen. Interessenten und Fans der Moderne haben also genug Zeit, um sich die Exponate anzuschauen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage der Stiftung Bauhaus.